und neben mir steht die Siegerin der Frauen-Miss-Physik-Klasse, Katrin Huber aus Österreich. Katrin, herzlichen Glückwunsch. Du strahlst über beide Ohren. Ja. Wie fühlst du dich gerade? Ich bin gerade überrumpelt. Ich freue mich riesig, dass ich natürlich den Preis mit nach Hause nehmen darf. Und es war eine wahnsinnig tolle Erfahrung, wieder zu sammeln. Und ja, ich freue mich, dass ich hier sein darf. Was sind deine nächsten Pläne als Wettkämpferin? Hast du schon Pläne oder machst du jetzt erstmal Pause? Ich habe mir jetzt vorgenommen, ein Jahr Pause zu machen. Möchte mal diesen Sommer ein bisschen für mich Zeit haben und dann nächstes Jahr noch mal mehr Wettkämpfe und auch international wieder starten. Ja, super. Hoffentlich auch wieder bei der GmbF. Ich nehme an, dass ich wieder dabei sein werde. Das wäre schön. Ja. Erzähl doch den Zuschauern in kurzen Worten, wie oft trainierst du? Hast du eine spezielle Ernährungsform, wenn du dich auf den Wettkampf vorbereitest? Also ich habe diesmal High Carb gemacht. High Carb? Auf jeden Fall. Also ich spreche besser an auf Kohlenhydrate, habe auch bessere Laune natürlich. Trainiere so 4 bis 5 Mal die Woche. Natürlich zum Wettkampf hin dann nochmal ein bisschen mehr, morgens Cardio dazu. Und eher so mit schweren Gewichten oder eher so mittelschwer bis leicht? Eher schwer, macht mir Spaß. Also High Carb und schwer. Genau. Das eigentlich ist es ja ein Programm für die Offseason, aber für dich hat es sich auch für die Wettkampfvorbereitung bewährt? In der Wettkampfvorbereitung bin ich dann zum Schluss doch auf Volumentraining umgestiegen, einfach um nochmal alles das Wasser auch rauszudrücken. Hat auf jeden Fall super gepasst. Du warst wirklich die Beste, weil du hattest die optimale Kombination aus meiner Sicht von Muskelfülle, Prallheit, Prallität und Muskelhärte. Das Einzige, wenn du die Beine noch ein bisschen schärfer kriegst, dann kann ich, glaube ich, gar nichts mehr aufhalten. Genau, also das habe ich für nächstes Jahr auf jeden Fall geplant, mich darauf noch mehr zu konzentrieren und dann starte ich durch. Also heute super Leistung, toller Sieg und ja, herzlichen Glückwunsch nochmal. Vielen Dank, Berend. Dankeschön.